Willkommen zurück auf meiner primitiven Farm. Im letzten Part habe ich euch ja schon ein bisschen gezeigt, was man bei Primitive so alles säen und ernten kann. Heute möchte ich euch zeigen, was man damit machen kann. Dabei möchte ich aber erstmal nur die Standarddinge zeigen. Also ich werde nicht anfangen zu kochen oder zu backen. Da gibt es nämlich viele Möglichkeiten mit Primitive. Zu viel für einen Part. Aber ich möchte euch den ersten Schritt nach der Ernte für alle Pflanzen, die es momentan gibt, einmal zeigen. Insgesamt gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, was man mit der Ernte anstellen kann bei Primitive. Man sollte einfach immer bedenken, was muss ich mit der Ernte tun? Muss ich sie trocknen? Kommt sie in die Handmühle oder in die Windmühle? Kommt sie in den Kessel, also wird sie gekocht? Oder kommt sie in die Fruchtpresse oder Saftpresse? Das sind an sich die vier Varianten, die es gibt. Es gibt dann noch die kleine Ausnahme namens Spinat, denn mit dem kann man aktuell gar nichts anstellen, außer ihn fürs Zähmen zu verwenden. Dabei sieht er ziemlich cool aus, finde ich jedenfalls. Das ist Spinat. Aber aktuell kann man damit nichts machen. Man kann ihn nicht zum Kochen benutzen. Also zum Beispiel gekochten Spinat oder so herstellen oder einfach als Beilage einen Salat oder mit Fleisch oder was auch immer. Man kann momentan nichts damit machen. Aber auch die anderen Dinge kann man jeweils zum Zähmen benutzen. Zuckerrohr habe ich euch da ja auch schon mal gezeigt als Zähmmittel. Aber ums Zähmen soll es jetzt hier gar nicht gehen. Also wer da Interesse hat, ist hier falsch. Denn ich wollte nur mal nachsehen, ob ich hier vielleicht noch düngen kann. Denn ich möchte euch nun mal zeigen, was man denn hier in der Weiterverarbeitung alles anstellen kann. Und das ist eine ganze Menge. Beginnen wir mal mit Zuckerrohr. Okay, hier ist kaum Zuckerrohr drin. Ist hier mehr Zuckerrohr? Ja, sehr schön. Zuckerrohr, ich schnapp mir da jetzt nun mal einen Stapel, kommt nämlich in die Saftpresse. Ich nehme gleich noch die anderen Dinge mit, die ebenfalls in der Saftpresse landen. Und zwar sind das die Tomaten dort hinten. Und da sind auch schon ein paar dabei. Sehr schön. Und Weintrauben. Die sehen sehr geil aus. Die sind jetzt inzwischen ausgewachsen. Ich finde sie jedenfalls super, die Weinreben. Im letzten Video waren sie ja noch nicht ganz so groß. So. Ich will da auch gar nicht so viel mitnehmen jeweils. Das sollte erstmal genügen. Und da das alles verdirbt, renne ich damit direkt zur Saftpresse, um dem entgegenzuwirken. Allerdings verderben auch die Dinge, die man hier herstellen kann, potenziell. Das lässt sich nicht verhindern. Ihr seht, ich habe hier auch schon ein paar Sachen drin. Aber das macht nichts. So. Da hier haben wir nämlich Fresh Sugar Juice. Den kann man hier herstellen. Eben mit der Fresh Sugar Plant. Mache ich auch direkt. Sonderlich viel kommt dabei nicht rum, denn der braucht 20 pro Eimer. Dann können wir außerdem noch ein wenig Tomatensaft herstellen. Da stelle ich aber nur mal einen her. Braucht ohnehin 60 Tomaten, also das ist echt verrückt, was die Säfte alles brauchen. Aber Tomatensaft ist auch nicht ganz so nützlich, ungefähr so nützlich wie die ganzen Beerensäfte, die man herstellen kann mit Amabeeren und Tintobeeren und Pipapo. Ist ganz nett, aber halt jetzt auch nicht so die Welt. Und einmal Traubensaft kann man ebenfalls herstellen. Das sind die drei Dinge, die man ernten kann und hier direkt in die Saftpresse werfen kann. Mit Trauben und Zucker lässt sich auch nichts anderes herstellen. Aber mit Tomaten kann man noch ein bisschen mehr machen. Dafür würde ich dann die Tomate, sobald hier der Saft durchgelaufen ist, auch mal gerne mitnehmen. Bei Tomate kommt auch noch Salz mit rein, genau. Also es ist echt abartig, Tomatensaft. Würde ich persönlich nicht trinken. Mag ich auch wirklich gar nicht. Aber es gibt ja viele Leute, die da total drauf stehen und drauf schwören. So, jetzt wird einmal Tomatensaft produziert. Das dauert ein wenig, aber wir können schon mal die Tomaten uns schnappen. Und auch das Salz.
wenn mich nicht alles täuscht. In der Baking Station kann man die Tomate nämlich ebenfalls weiterverarbeiten. Und zwar mit Tomatensauce für Pizza. Aber dafür brauchen wir noch organisches Öl. Das haben wir jetzt gerade nicht da. Aber holen wir uns mal schnell. Ich würde auch davon nur mal eines herstellen, denn das verdirbt leider ebenfalls recht fix. Organisches Öl bekommt man hier in der Handmühle, indem man Beerensamen mahlt. Ich habe hier nur noch 14 drin von Azulbeeren. Dementsprechend kann ich es gerade auch nicht herstellen. Aber da ist sozusagen die sinnvolle Verwendung von Beerensamen. Denn ich persönlich bin nicht so der Fan davon, Tintobeeren oder so anzupflanzen selber. Finde ich nicht so nützlich. So, das können wir jetzt auch einmal herstellen, damit ihr es einfach mal gesehen habt. Da das eben auch der erste Produktionsschritt ist. Was man aber mit der Tomatensauce selber anstellen kann, schauen wir uns im nächsten Part an. Ebenso, was es hiermit alles auf sich hat. Und das folgt alles im nächsten Part. So, das soll es jetzt mal zur Fruchtpresse gewesen sein. Und auch zu den Tomaten. Man kann die Tomaten natürlich auch roh verwenden und direkt mit ihnen kochen. Aber auch das gibt es im nächsten Part, wenn es dann ganz ums Kochen geht. So, ein sehr beliebter Schritt neben der Fruchtpresse ist das Trocknen. Da kommt zum Beispiel Tabak ins Spiel. Da holen wir uns einfach mal ein bisschen was. Ich will hier gar nicht alles abernten, deshalb nehme ich überall nur so ein bisschen was raus. Auch Weizen wird getrocknet. Kaffeebohnen werden nicht getrocknet. Sojabohnen ebenfalls nicht, Hirse auch nicht und Spinat hatten wir ja schon das Thema, dass das alles sowieso nicht so klappt. Dann schauen wir mal kurz, was gibt's hier noch? Lettuce, also der Salat, der wird ebenfalls nicht getrocknet, aber Barley. Die Gerste, die wird noch getrocknet. Ganz so viel nehmen wir mal nicht, nur mal die Hälfte. Und das wäre es in dieser Reihe an Dingen, die man trocknen kann. Allerdings kann man auch Teeblätter trocknen, also Kamille. Nehmen wir doch auch gleich mal alles. Und man kann Reis trocknen. 100 finde ich jetzt ein bisschen sehr viel. Nehmen wir mal 50. So. Das sind die Dinge, die man trocknen kann. Ich sag's nochmal. Gerste, also fangen wir von dem an, was ich hier auch gerade zeige. Tobacco, Tabak, Wheat, Weizen, Barley, Gerste, Tea Leaves, Teeblätter und Fresh Rice, den Reis. Das kann man alles trocknen. Da machen wir es auch gleich mal auf den Weg dahin, nachdem ich hier ausgeparkt habe. Ich weiß auch nicht so ganz, warum hier ein schwarzes Loch... Oh, Mist. Das war so nicht geplant. Oh Gott, dunkel. Warum auf unserer Brücke so ein schwarzes Loch ist, keine Ahnung. Ich akzeptiere das einfach mal. Ich habe hier drin unsere ganzen getrockneten Sachen. Da sind auch schon einige getrocknet. Also, wenn nicht sogar alle. Ich sortiere die gleich mal ein bisschen ein. Hier sind die Tea Leaves. Der Tabak ist hier. Barley hier und Fresh Wheat ist hier vorne. Da seht ihr jetzt auch, Fresh Wheat wird eben zu Dried Wheat, also getrocknetem Weizen. Dasselbe gilt beim Fresh Tobacco, wird zu Dried Tobacco, getrocknetem Tabak. Fresh Barley wird zu getrocknetem Barley und Fresh Tea Leaves eben zu getrockneten Tea Bags. Das finde ich recht witzig, denn anstatt getrocknete Teeblätter kommen eben getrocknete Teebeutel raus. Aber na gut, hinterfragen wir das nicht. Und Fresh Rice wird eben zu getrocknetem Rice. Also getrocknetem Reis. So. Leider ist bei Weizen und Tee das Symbol für frisch und getrocknet jeweils dasselbe. Und auch bei Reis. Aber bei Tobacco und bei Gerste verändert sich das Symbol. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. So, das sind die getrockneten Dinge. Es gibt natürlich
auch Sachen, die man direkt in den Kessel wirft, so wie ich es schon gesagt habe. Aber ich widme mich erstmal der Mühle, denn für die Mühle brauchen wir auch getrockneten Weizen. Deshalb nehme ich da gleich mal was raus. Aber ansonsten würde ich gerne mein Pferdchen mir schnappen und mir noch Dinge holen, die direkt in der Handmühle landen. Ich werde euch eine Übersicht auch in die Videobeschreibung schreiben. Denn nur vom Zusehen kann das manchmal ein bisschen verwirrend sein. Das kann ich verstehen. So, ich bin natürlich wieder mal volle Kanne reingeritten mit meinem Pferdchen, obwohl ich weiß, dass ich da um den Brunnen so schwer rumkomme. Naja. Ich würde gerne einmal Sojabohnen holen. Die kommen nämlich direkt. Oh, da sind nicht viele drin. Sind hier mehr drin? Ein paar. Die kommen direkt in die Handmühle. Sie müssen nicht getrocknet werden. Ebenso wie die Cashews. Schauen wir mal, haben wir hier was drin? Ja, haben wir. Mehr als genug. So. Das sind die einzigen zwei Dinge, die direkt vom Beet in der Mühle landen. Ansonsten kommt eben nur das getrocknete Weizen noch mit rein. Die anderen Sachen haben in der Mühle tatsächlich nichts verloren. So, einmal getrockneter Weizen, Sojabohnen, wir haben sogar noch Sojabohnen drin gehabt, und Cashew. Dann können wir mit getrocknetem Weizen einmal einen Sack Mehl herstellen. Und das war jetzt ein Fehler. Ich hätte nicht nur Mehl herstellen sollen. Ich muss gleich noch ein bisschen mehr getrockneten Weizen holen. Mit den Cashews können wir gemahlenen Cashew machen. Und mit den Sojabohnen gemahlene Sojabohnen. Also Sojabohnenmehl. Ja, sowas in der Art. So. Ich brauche jetzt noch getrockneten Weizen. Denn da kann man nämlich nicht nur Mehl herstellen. Man kann auch. Ich habe keinen getrockneten Weizen. Ah, doch. Ich besitze natürlich getrockneten Weizen. Denn weil man damit so viel herstellen kann, haben wir einen kleinen Vorrat davon. Hier bei getrocknetem. Da werfen wir doch mal hier gleich ein bisschen mehr in mein Inventar. So. Denn hier in der Handmühle kann man aus getrocknetem Weizen außerdem Cornstash herstellen. Oder Cornstarch, besser gesagt. Stellen wir doch mal direkt alles her. Das Angenehme bei dem gemahlenen, sowohl Mehl als auch Ground Cashew und Ground Soybean verdirbt nicht. Dasselbe gilt für Cornstarch. Das heißt, einmal gemahlen, es hält. Das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm. Denn beim Ernten hat man ja durchaus öfters mal das Problem, dass Dinge vergammeln. Ich schnapp mir jetzt mal das Mehl, ebenso wie die Sojabohnen und die Cashews. Ich weiß gerade nicht, ob wir davon genug haben, wirklich. Bin ich mir noch unschlüssig. Natürlich kann man die ebenfalls im Kessel weiterverarbeiten. Ich werfe sie aber erstmal nur rein. Im Kessel ist das Wichtige, immer Wasser dazu werfen. Immer. Im Prinzip kommt alles, was man ernten kann, früher oder später in den Kessel. Außer die Tomate. Die nicht. Also Dinge, die in der Fruchtpresse waren, kommen im Regelfall nicht in den Kessel. Außer Zucker. Zucker landet im Kessel. Immer. Da wird es nämlich sehr nützlich. So, Tabak brauche ich nicht, aber Kaffee. Kaffee würde ich gerne mal mitnehmen. Oh, da ist kein Kaffee drin. Hier ist Kaffee drin. So. Außerdem möchte ich gerne mal unsere Hirse ernten. Ich nehme mal 50 mit. Sicher ist sicher. Und damit haben wir oder sollten wir zumindest alles geerntet haben, was wir besitzen und was wir verwerten können. Außer, haha, Salat.
Salat kann man nämlich direkt kochen. Mit dem muss man gar nichts machen, der kann direkt zubereitet werden. Aber dementsprechend kommt er eben auch erst im nächsten Part dran. Ansonsten haben wir alles geerntet. Wir haben Cashews, Tomaten, Gerste, die Trauben, Spinat, wie gesagt, nur zum Zähmen. Die Hirse haben wir gerade uns organisiert. Die Sojabohnen haben wir geerntet. Kaffee. Dann hier Tabak und Weizen und Zucker. Oder Zuckerrohr, besser gesagt. Und Kamille und Reis haben wir eben auch schon getrocknet. So, dann auf zum Kessel. Das ist dann auch der letzte Zubereitungsschritt, den ich euch zeigen möchte. Dafür schnappe ich mir noch aus der Fruchtpresse den Zuckerrohrsaft oder ja, wie auch immer man das nennen mag. Ihr seht, Tomatensaft und Grape Juice sind hergestellt. Mit dem Tomatensaft kann man nichts weiter anstellen. Aus dem Traubensaft kann man allerdings noch Wein machen. Das zeige ich euch dann aber ebenfalls im nächsten Video. Ihr seht, der nächste Part wird sehr voll. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass eben hier sehr viel Zeit verloren geht bei dem ganzen Gekoche, was wir jetzt machen werden. Das verbraucht Zeit. Erstmal würde ich gerne ganz ordentlich und fleißig das Wasser auffüllen. So. Das sollte genügen. Ich hoffe, dass es jetzt auch so klappt, dass von allem etwas hergestellt wird und nicht die ganze Zeit nur eine Sache bearbeitet wird. Feuer entzünden. Ich schnapp mir mal kurz das Wasser hiervon und räume das noch nach da unten. So, wir können nun herstellen. Zum einen können wir noch viel mehr herstellen, sehe ich gerade. Denn die getrockneten Dinge, die wir hier haben, die Teabags, Teeblätter, den Reis und Barley kommen nämlich ebenfalls dort rein. Tobacco. Einmal getrocknet, ist es an sich fertig. Man muss noch ein Blatt Papier drum wickeln und dann hat man seine Zigarette. Das mal am Rande. Ist das Einzige, was man nicht wirklich isst in der Hinsicht. So, das kommt mal alles noch mit rein und wir sehen hier schon das erste Produkt. Natural Yeast. Das ist frische Hefe. Frische Hefe entsteht durch Mehl. Und ich würde das gerne visualisieren. Ich visualisiere doch so gerne. Mehl ist aber schwupps weg. Haben wir bereits komplett aufgebraucht. Wir haben 20 Yeast daraus bekommen. Dann räume ich das mal nach dort oben. Außerdem haben wir eine Tasse Kaffee. Die kommt aus den Kaffeebohnen. Das ist klar. Wir haben eine Schüssel Reis, gekochten Reis. Der ist vom getrockneten Reis. Auch logisch soweit. Ich räume mal hoch. Da habe ich den Tee aus Versehen mitgeräumt. Die ganzen leeren Beutel wieder raus. Dann schaue ich doch mal, haben wir insofern alles? Ja, haben wir. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Denn ja, in den Kessel kommt einiges rein. Aber ich möchte es eben auch alles gleichzeitig kochen, aber auch wenn es ein bisschen unübersichtlich ist dann. Aber es spart einfach ein wenig Zeit, wenn man das gleich so regelt. So, hier haben wir jetzt Cane Sugar. Der kommt durch den Fresh Sugar zustande. Ich sortiere ihn auch mal nach dort oben. Auch wenn man es nicht so schön sehen kann. Wir haben Soy Milk gerade entstanden. Die kommt natürlich durch die Sojabohne, die ich gerade nicht sehe. Entweder bin ich blind oder ich bin blind. Ach ja, wir haben sie ja gemahlen. Hier sind sie. Ground Soybean. Wenn man direkt die Sojabohne hier reinwirft, passiert nichts. Man muss wirklich vorher mahlen. Wir haben hier einmal eine Tasse Tee. Die kommt natürlich durch die Teeblätter zustande. Hier haben wir Cashew Milk.
die entsteht durch die gemahlenen Cashews. Und dann fehlt eigentlich gar nicht mehr viel. Aber, huch, jetzt habe ich die ganzen vollen mitgenommen. Ich Genie. Ich fülle nochmal Wasser nach. Denn das ist wirklich das Tragischste, wenn man vergisst, dort immer Wasser drin zu haben. Dann verbrennt man seine ganzen Brennstoffe und alles vergammelt im schlimmsten Falle. Und man wundert sich, warum nichts bei rumgekommen ist. So. Wir können mit allem, was wir hier herstellen, noch was anfangen. Naja, mit fast allem, sagen wir mal so. Denn Tee und Kaffee ist hier an dieser Stelle beendet. Sprich, die Kaffeebohnen einfach direkt pflücken, mit Wasser in den Kessel, Kaffee produzieren, abgehakt. Die Teeblätter trocknen in dem Preserving Campfire oder in einer Räucherkammer und dann mit Wasser zusammen in den Kessel. Man produziert Tee. Fertig. Die beiden sind in der Hinsicht übersichtlich und unkompliziert. Was wir hier gerade noch rausbekommen haben, ist Sirup von der Hirse. Dieser Sirup benötigt allerdings auch Cane Sugar. Deshalb würde ich ihn gerne mal hier einsortieren und die Hirse hier. So, dann haben wir nämlich den Fresh Sugar Juice, den man durchs frische Zuckerrohr in der Fruit Press herstellt, den dann hier mit Wasser zusammen in den Kessel. Dort entsteht Cane Sugar, also Rohrzucker. Den Rohrzucker zusammen mit Hirse und Wasser im Kessel und man hat Sirup. Mit dem kann man dann auch weiter backen. Das zeige ich euch im nächsten Part und wir brauchen Wasser. Wenn ich so viel rede und erzähle und erkläre, geht das Wasser zur Neige. Ich warte ja an sich nur noch auf eine Sache, die noch fehlt in der Produktion. Dann habt ihr nämlich schon alles gesehen. So viel ist das gar nicht, wie man vielleicht meint. So. Das ist aber immer noch nicht vonstatten gegangen. Habe ich da was vergessen? Ich überlege gerade, aber nein, habe ich nicht. Ich habe mit der Gerste alles getan, was ich wollte. Ich habe nur gerade nicht sichergestellt, dass es auch wirklich die getrocknete Gerste ist. Nicht, dass ich da was Falsches gegriffen habe. So. Da ist es doch schon. Nämlich Malz. Malz entsteht durch Gerste. Räume ich auch mal nach da oben zur Gerste. Und das wäre es dann an sich auch schon. Wir haben den Kaffee als Produkt. Ich räume das jetzt mal rüber. Wir haben den Kaffee aus frischen Kaffeebohnen, den Tee aus getrockneten Teeblättern oder getrockneten Teebeuteln, je nachdem. Wir haben Malz aus getrockneter Gerste. Wir haben gekochten Reis aus getrocknetem Reis. Wir haben Sojamilch aus gemahlenen Sojabohnen, Cashewmilch aus gemahlenen Cashews. Wir haben außerdem, wo ist es denn? Den Fresh Sugar Juice aus, also der ist jetzt nicht im Kessel entstanden, aber prinzipiell ist das ja auch ein Ergebnis, aus den frischen Zuckerrohr in der Fruit Press. Ich lasse ihn aber trotzdem mal lieber hier drin, denn das Gemahlene lasse ich ja auch hier drin. Aber daraus entsteht Cane Sugar, von dem ich mal einen Teil rausnehme. Cane Sugar, der entsteht hier im Kessel. Und Cane Sugar plus Hirse ergibt Sirup. Und wenn wir Mehl und Wasser im Kessel vermischen, bekommen wir frische Hefe. Das sind alles die Erzeugnisse, die man im Kessel bekommen kann. Kaffee, Tee, Malz, gekochter Reis, Sojamilch, Cashewmilch, Rohrzucker, Sirup und frische Hefe. An sich sehr, sehr cool. Ich finde auch die Symbole sehr geil und mir macht es mega viel Spaß,
wenn dann sinnvolle Dinge bei rauskommen und das alles funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe, ist natürlich auch nicht immer der Fall. Aber wenn das klappt, dann freue ich mich. Von diesen ganzen Geschichten hier können wir mit Tee und Kaffee nichts weiter anfangen. Deshalb kommen die hier mal zurück. Alles Weitere können wir durchaus weiter verarbeiten. Aber das seht ihr dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut zur Übersicht gerne nochmal in die Videobeschreibung direkt hier unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.